Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal eine Folge aus unserem Kofferraum hier. Und im heutigen Video soll es darum gehen, Klamotten pro und contra, Vor- und Nachteile, teuer, billig. Was ist da zu empfehlen? Deswegen zeige ich euch einfach mal meine alten Klamotten. Und danach kannst du ja am besten entscheiden, was für dich am du weißt, was ich meine. Also, auf jeden Fall, bevor wir loslegen, Thema Unterwäsche. Da wird immer wieder gefragt, was nehme ich denn? Da hast du da irgendwas Spezielles im Programm? Nein, habe ich nicht, weil ich finde es schwachsinnig, dir für 60, 70, 80 Euro irgendwelche Unterwäsche zu verkaufen, wenn du die gleichen Sachen einfach auch im Lidl oder im Aldi bekommst. Ich habe hier einfach so Skiunterwäsche, so eine lange Unterbuchse hier und so ein langes Oberteil. Und wenn es halt ein bisschen kühler ist oder auch im Sommer, wenn du halt schwitzt und du nicht willst, dass dir die Nippel abreiben von dem Brustpanzer oder die Orthesen oder die Knieschoner dir unten alles wegscheuern, dann ziehst du einfach so eine billig Skiunterwäsche an für, keine Ahnung, 10 Euro aus dem Discounter. Funktioniert wunderbar, kann ich nur sagen. Also haben auch relativ viele Leute. In grün oder in schwarz habe ich die auch schon gesehen. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass du dir sowas zulegst. Und ja, dann ist halt, gerade beim Motocross ist der Grundsatz eigentlich, teuer ist immer besser, aber es stimmt halt nicht immer. Also bei Schutzausrüstung ja. Aber bei Klamotten, da muss man das ein bisschen differenzieren. Deswegen zeige ich dir einfach mal meine alten Klamotten. Also mit einer meiner ersten Hosen war diese hier von O'Neill, eine Element. Also das ist so das Einsteigermodell. Und eigentlich kannst du sagen, jede Marke, man kann nicht sagen, die Marke ist teuer oder die ist billig, sondern jede Marke hat verschiedene Serien. Und bei O'Neill ist es dann zum Beispiel Element und dann gab es eigentlich immer Mayhem und danach die Hardware. Und ja, das ist die billigste Hose, sag ich mal. Und wie du siehst, im Beinbereich, also Kniebereich, da wo man halt am Tank klammert, ist halt ein Loch in der Hose. So, jetzt kannst du sagen, billige Hose, billig verarbeitet, aber das ist völlig normal, dass eine Hose, wenn du halt relativ viel oder sagen wir es mal, wenn du normal fährst, ambitioniert fährst, dann sieht eine Hose nach einem Jahr tatsächlich so aus, wenn du mit Knieorthesen unterwegs bist oder halt ordentlich klammerst am Tank. An und für sich ist die Hose, sag ich mal, noch in einem guten Zustand. Also ich könnte die höchstens mal waschen, aber das lohnt sich jetzt ja nicht mehr mit dem Loch. So, jetzt ist aber die Frage, wo ist jetzt der Unterschied zu einer teuren Hose? Jetzt nehme ich mal die Hardware dagegen. Die bin ich dann auch eine Saison gefahren. Und ja, hier sieht man es ganz deutlich. Ist noch mehr Lochfraß nach einem Jahr. Ich hoffe mal, du kannst das erkennen, alles schön durchfressen. Und jetzt ist aber hier noch ein Ledereinsatz drauf. Und das ist natürlich auch mal sehr umstritten unter den Fahrern. Der eine sagt, Leder ist gut, der andere sagt, Leder ist schlecht, weil Leder wird halt spröde beim Waschen. Und deswegen bedarf Leder immer einer intensiveren Pflege. Du musst das dann einschmieren mit irgendwie, ja, ist das hier Melkfett oder mit irgendeiner Lederpflege. An und für sich hat Leder ja den Vorteil, dass das natürlich ja mehr Grip gibt und auch ein bisschen höheren Verschleiß, eine höhere Verschleißfestigkeit bietet. Aber wenn es halt einmal kaputt ist, dann, ja, dann ist es das, ja, es ist auch kaputt. Aber der Unterschied bei so einer teureren Hose, also der Unterschied ist ungefähr das Doppelte. Also ich glaube, die hat irgendwie 90 gekostet und die mal 180. Das waren zumindest die offiziellen Verkaufspreise. So, der Unterschied aber ist, dass die Hose einfach viel besseren Tragekomfort hatte, weil die Hose hier, die kann ich an allen Stellen eigentlich nehmen und dran ziehen, da passiert gar nichts. Im Kniebereich ist hier so ein bisschen Stretch und hinten am Arsch, hier so im Bereich vom Steißbein, ist auch ein bisschen Stretch. So, und wenn wir die andere uns jetzt mal angucken, da ist oben etwas mehr Stretch eingearbeitet, aber auch hier im Kniebereich viel mehr, hier unten an den Beinen. Naja, jetzt doch hier ist seitlich dieser ganze Bereich Stretch und generell im Kniebereich ist das alles irgendwie ein bisschen größer dimensioniert. Irgendwie habe ich so das Gefühl, von diesen Belüftungsöffnungen, die immer so beworben werden, davon merke ich ehrlich gesagt keinen Unterschied. Aber auch hier im Schritt, sage ich mal rechts, links, ist auch Stretch eingearbeitet. Von daher hat die Hose einfach einen viel höheren Tragekomfort. Und hier ist auch der Gürtel, der ist auch ein bisschen besser eingearbeitet. Der Reißverschluss ist ein bisschen besser. So insgesamt macht die Hose ja ein besseres Gefühl beim Tragen. Aber wenn du damit an den Auspuff kommst, so wie hier,
Da habe ich irgendwie was gemacht, irgendwie, keine Ahnung, abgestiegen und dann irgendwas da geguckt und bin dann mit dem Knie an den Auspuff gekommen. Dann ist das hier schön weggeschmort, weil das ist natürlich alles Kunstfaser. Das schmuggelt alles genauso weg wie jedes andere Plastikteil. Und von daher kannst du sagen, guck nach der Optik, was dir gefällt und dann entscheide, wie wichtig ist dir dieser Tragekomfort. Oder du gehst am besten noch zu deinem Fachhändler vor Ort und probierst die Sachen einmal an und vergleichst das. Und nimmst natürlich deine Knieschoner mit, wenn du schon welche hast. Und am besten auch mal deinen Helm und deine Brille. Und dann ziehst du alles mal zusammen an und testest das zusammen mit Stiefeln, dass du einmal komplett die Montur an hast. Und ja, ich zeige dir jetzt noch ein paar andere Klamotten. Das ist hier übrigens meine erste Kombo gewesen. Die habe ich immer irgendwann mit 16 gekauft. Ist aber, ich bin damit früher nicht mehr Fahrrad gefahren, von der ist da auch ein Loch reingekommen. Man kann auch sagen, dass die teureren Klamotten sich meistens schwerer anfühlen, weil da noch solche Applikationen irgendwie aufgenäht sind, so Plastik oder so Gummi-Logos oder irgendwie sowas. Dann habe ich nochmal eine Hardware, auch wieder nach einer Saison, Löcher drin, völlig normal. Ja, also ist jetzt nicht, dass die billig ist, also die hat Spaß gemacht, die zu tragen, aber wenn da irgendwann Löcher drin sind, dann macht das dann auch nicht mehr so viel Spaß. So, was haben wir noch hier im Angebot? Ja, Fast House. Ach so, Jerseys kann man sagen. Jerseys sind eigentlich immer gleich. Ein Jersey, egal wie teuer ein Jersey ist, die gehen immer gleich schnell kaputt. Also das ist ja im Prinzip wie ein Fußballtrikot. Einfach ja, Polyester. Mehr ist das ja eigentlich gar nicht. Und einmal schön mit dem Ellenbogen auf dem Boden und dann schon hast du da ein Loch drin, ne? Ja, das ist meine Fast House Combo, die finde ich eigentlich auch ganz cool, aber ich trage die eigentlich so selten, weil ich eigentlich meine, ja, die Klamotten, die ich immer in den Videos anhabe, die ziehe ich eigentlich am liebsten an, die zeige ich dir am Schluss. Ja, Fast House Hose, die haben auch Leder. Ich bin ehrlich gesagt auch nicht so der Leder-Fan, weil mir ist das ehrlich gesagt auch mal zuwider, das zu pflegen, aber hier sehe ich auch, nach ein paar Mal tragen, zeichnet sich ja auch schon langsam ein Loch ab. Also ist noch kein Loch drin, aber es wird früher oder später hier zu kommen. Ja, hier kann ich jetzt hinten noch mal so ein bisschen die Bundweite einstellen mit Klettverschluss. Das ist auch so ein typisches Zeichen von einer etwas hochwertigeren Hose. Ja, Stretch am Kniebereich, also ist okay, macht halt, ne, macht halt, was sie soll. Musst du natürlich dann für dich entscheiden, ob es dir das wirklich wert ist, halt, sage ich mal, über 100 Euro für eine Hose auszugeben. Optisch, sage ich mal, so meine Lieblingsklamotten sind hier die von Troy Lee. Da liegt das Jersey allein schon bei 80 Euro oder hat mal 80 Euro gekostet. Irgendwo habe ich mich damit auch schon mal langgelegt, genau. Das sieht dann so aus. Also das war jetzt nur ein leichter Sturz, sage ich mal, aber schon sofort ein Loch drin. Für ein 80 Euro Jersey darf man jetzt nicht erwarten, nur weil es 80 Euro gekostet, dass es dann halt länger hält. Und was die teureren Jerseys oft haben, ist, dass hinten im Rückenbereich so eine Silikonapplikation ist. Also in dem Fall einfach das Troy Lee Logo als so eine Silikon- oder gummiartige Beschriftung. Und das sorgt halt dafür, dass das Jersey, wenn du das hinten in die Hose steckst, dass das drin hängen bleibt und nicht rausflattert. Und die Hose dazu, auch sehr cool. Hat halt auch wieder ein bisschen mehr Stretch hier überall verteilt. Hier unten im Schritt mehr Stretch. Hat auch wieder Leder. Na, und man sieht auch wieder hier schon erste Abnutzungsspuren. So, und bei allen Hosen ist eigentlich das gleiche Problem. Immer wenn man die halt auszieht, dann bleibe ich damit meistens an den Orthesen irgendwo hängen. Und das ist ein bisschen, ich muss mich da mal so rauspellen. Und das ist halt nicht so angenehm, finde ich. Und deswegen zeige ich dir meine Lieblingsklamotten. Also das ist hier meine ganz normale Standard-Jopa-Hose, die du aus den Videos halt immer kennst. Die trage ich persönlich am allerliebsten, weil der Vorteil ist, das Innenbein ist halt nicht festgenäht. Das macht es dann auch einfacher, wenn du die Hose mal reparieren lassen möchtest, weil das Innenbein nicht unten festgemacht ist. Du kannst das einfach so rausziehen und die Hose so gut anziehen und so gut ausziehen wie eine normale Jogginghose. Du kannst da einfach so reinschlüpfen. Und der Stretch-Anteil bei den Hosen ist quasi von oben bis unten einmal komplett am Bein entlang. Und die haben halt kein Leder, sondern Kevlar. Aber auch das ist natürlich, ich bin die Hose jetzt einmal 2 Jahre gefahren, also doppelt so lange wie die anderen. Und
ja, irgendwann ist da natürlich auch hier mal ein Loch drin, wie man sieht. Also hier und da. Wobei das unten ist durch einen Sturz passiert und das ist tatsächlich ganz normaler Verschleiß gewesen. Aber hier ist halt Kevlar, also pflegeleicht und sehr angenehm zu tragen. Also diese Hose, ja, die finde ich, also optisch kann man sich ja immer drüber streiten, aber vom Tragekomfort ist das meine absolute Lieblingshose, deswegen ziehe ich die anderen auch eigentlich kaum an. Und ja, optisch natürlich dann das passende Jersey dazu. Aber auch hier gibt es natürlich hier und da schon mal die eine oder andere Sturzblessur. Obwohl, nee, das ist sogar noch ganz. Aber das Jersey fahre ich jetzt auch schon 2 Jahre. Könnte ich höchstens noch mal waschen, ist immer noch nicht gewaschen seit dem letzten Mal. Ja, und jetzt mal so ein kleines Experiment. Und ja, ich habe mal eine eigene Hose anfertigen lassen. Einfach mal so, um zu gucken, wie das so läuft und wie das so sich anfühlt. Und ich muss sagen, ich bin bis jetzt echt begeistert, aber soll jetzt hier keine Verkaufsveranstaltung werden, sondern das ist erstmal nur ein Test für mich. Ich werde das jetzt erstmal testen und mal gucken, wie sich das so entwickelt. Weil eigentlich habe ich nicht mehr so Bock auf Klamotten zu machen. Ich will mich lieber auf diese ganzen Techniksachen konzentrieren. Aber ich habe mal geguckt, dass alles, was halt nützlich ist, in eine Hose mit einfließt. Also Stretch hier vorne im Schrittbereich, im Kniebereich ordentlich Stretch und unten an den Waden auch viel Stretch. Und ja, ich wollte was Schlichtes haben, jetzt ohne viel Logos, ohne viel Schnickschnack, einfach nur eine ganz normale, schlichte Hose, die einfach nur das macht, was eine Hose machen soll. Ne? Halten, gemütlich sein und kein Leder. Also die hat jetzt hier auch Kevlar im Kniebereich und ordentlich Platz. Also die Knie sind ein bisschen größer dimensioniert, dass da halt Orthesen gut reinpassen. Und ja, beim Jersey, das ist jetzt nicht so technologisch. Es ist halt ein ganz normales Standard-Jersey. Ist jetzt nichts Besonderes. Optisch jetzt noch nicht so, wie ich das eigentlich haben wollte. Irgendwie haben die Logos ein bisschen verschoben. Hat der Noah uns mal designt. Hier das Moto X-Store Logo so, sag ich mal, so seitlich grau hier so drauf, dass das von vorne und von hinten so sichtbar ist. Und von hinten auch schon mit Logo aufgedruckt, sodass nur noch die Startnummer da drauf muss. Ja, einfach halt was ganz Schlichtes. Sollte jetzt nichts Besonderes sein. Also ich bin jetzt immer mit den Neon-Klamotten rumgefahren und jetzt wollte ich das einfach mal testen. Ich habe mir mal sowas anfertigen lassen, um mal zu schauen, wie das so ist. Und klar, wenn da Interesse besteht und sich da genug Leute melden, dann kann man das bestimmt auch mal irgendwie in Serie produzieren. Aber das ist jetzt erstmal so für mich gewesen, um das jetzt einfach mal so zu testen. Ja, das zu den Klamotten. Also teuer ist nicht unbedingt immer haltbarer, aber es hat halt so ein paar andere Sachen. Ne? Also zum Beispiel diese Silikonapplikation, wie ich das erklärt hatte, oder dass es halt einfach angenehmer sitzt. Und natürlich die Optik, die solltest du dir halt natürlich überlegen. So, und dann vielleicht nochmal so ein paar Kleinigkeiten, gerade wenn es noch nicht so warm ist. Dann gibt es ja diese Buff-Tücher, so nennt man die ja, diese Schläuche. Die nehme ich halt immer ganz gerne als Halstuch. Einfach, damit einem ja nicht so kalt ist morgens auf der Strecke. Und ja, ganz am Anfang, als ich gestartet bin, da hatte ich so ein Ding hier. So ein Safety Jacket, ne, mit allem drum und dran. Oder ich hatte auch mal von Dainese so ein Ding hier. Ist jetzt auch schon bestimmt ja, 20 Jahre fast alt, das Ding. Mittlerweile fahre ich ja diesen Brustpanzer von Suicide, weil ich am Anfang mich nicht so wohl gefühlt habe. Ich habe mich sicherer gefühlt, wenn ich so komplett eingepackt war. Aber seitdem ich dann mit einem nur Brustpanzer fahre, fühle ich mich einfach irgendwie ein bisschen beweglicher, freier auf dem Moped. Und was die Verletzung angeht, hat sich da jetzt nichts getan. Also man fällt irgendwie, habe ich irgendwann festgestellt, eh nie auf die Ellenbogen. Also ganz, ganz selten fällt man mal auf die Ellenbogen. Und von daher ist das kein Problem, ohne Ellbogenschützer zu fahren. Ich habe zwar welche, aber die sind, wenn ich mal drauf gefallen bin, dann sind die weggerutscht und dann dachte ich mir, ja gut, dann brauche ich eigentlich auch sowieso keine tragen. Übergangsweise hatte ich halt auch mal so ein Ding hier, aber das war eigentlich gar nichts, fand ich persönlich. Und jetzt fahre ich ja mit dieser Maßanfertigung von Suicide rum, bin damit super glücklich. Und ja, ansonsten, ein Video haben wir schon gemacht zum Thema Helme, wir haben ein Video gemacht zum Thema Stiefel, wir haben die Brillen schon bearbeitet. Wenn dir jetzt noch mal irgendwas einfällt, dann lass es mich doch gerne mal in den Kommentaren wissen, wozu wir noch ein Video machen sollen.
und würde mich natürlich über einen Daumen nach oben von dir freuen und natürlich über einen regen Austausch in den Kommentaren. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.